Nee, versteht ihr nicht? Das ist schade. Ja, denn dieses Gekloppe, ey, das geht einem echt auf Zwirn, glaube ich, einfach mal. Ich bin hier am Rumprügeln die ganze Zeit und... geht dabei voll in Trance dabei. Ist nicht gut. Aber was soll ich machen? Hä, wieso kann ich denn da oben nicht machen, ne? Kann mir das mal erklären? Keinen Sinn. Egal. Ich muss das Ganze noch mit Dingens auskleiden, ey, mit Glas. Aber ich glaube, das mache ich erst danach, weil ich muss erstmal hier... Ich muss erstmal gleich eine Reihe davon fertig machen. Und dafür muss ich erstmal rausfinden... Wie hoch das Ganze sein muss. Ich glaube, ich muss das 4 hoch machen. Alter, wie hoch muss ich das machen? Langsam ist das Loch immer größer. Sollte es zwar nicht sein, aber egal. Ah, das wäre das. Okay, den unteren kloppe ich nachher weg. Dann habe ich mir das so gedacht, dann setze ich die hier dahin. Von denen ich jetzt so viele habe. Die kommen dann hier unten runter. Hallo Kaninchen. So. Ich brauche jetzt noch diese hier. Denn wie ihr vielleicht seht, verdammt, passt das da noch nicht. Einer muss da noch hin. Grandios ist das hier. Okay, die hätte ich auch weg. Alle. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das hier wirklich das und die unterste Ebene ist. Das muss ich dann halt gucken. So würde das dann aussehen. Vorerst. Jetzt muss ich abzählen und zwar 1, 2, 3, 4. Ja, genau da in den Boden. Nee, nicht ganz. So müsste das dann so,
so, so sein. Glaube ich. Hä? Ich brauche mehr von diesen Steinen, Steinen, Steinen. Ich brauche mehr von den Steinen, Steinen, Steinen. Und zwar machen wir die da. Jetzt kann ich auch mal ein ganzes Bazillion davon machen. Ist nicht ganz ein Bazillion, aber kommt schon ein Lernter dran. Hoppla. Die will ich gern wieder haben. Die brauche ich ja vielleicht noch. Jetzt ist hier ein bisschen zu denken. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Moment, dann. Der dahin? Da brauche ich noch Töpfe. Töpfe! Töpfe? Töpfe, Töpfe, Töpfe. Geh mal die zwei schon mal her. Da brauche ich noch, wo ist dem Material für die Töpfe? Da ist dem Material für den Töpf. So. Da. Die brauche ich. Okay. Habe ich ein paar, aber ist nicht viel. Guck mal. Eine Laterne. Klatschen uns. Auf den Tisch! Hehehe. Stirb! Kanäge. Kanäge. Alter, was kann man mit den Knochen noch machen? Ich glaube, damit konnte man einen Flügel bauen. Crafting, Crafting. Knochen, Knochen, Knochen. Eine Rüstung. Rüstung, Spinnnetz. Range. Achso. Ah, nee, den brauche ich ja nicht. Eine Klavier kann ich aber machen damit. Korrekt. Kann ich machen korrekte Klavier, Mann. Das ist ja krass. Aber dann können die jetzt. Wo sind die? Da. Da oben, da oben. Okay. Jetzt habe ich hier Blumentöpfe. Jetzt warte mal. Wenn ich hier stehe und das Ding schießt, dann trifft mich das ja. Also muss das alles noch eine Tiefe. Oh Mann. Also machen wir das noch eine Tiefe. Mal sehen, ob ich das abbauen kann, ohne die da drüber abzubauen. Die müssen eigentlich mit wegbrechen. Ja, ist gut. Kriege ich wenigstens alles wieder. Oder hätte ich jetzt einfach das Ganze einen höher setzen können? Weil das ist jetzt doch ziemlich tief. Nee. Da soll ja schließlich der Schalter hin. Pass auf, Schalter kommt da dran, ne? Jetzt brauche ich das Ding hier. Dann weiß ich auch, wie viel ich davon brauche. Ich glaube, ich brauche 30 oder so. Gehen wir nochmal 10. Habe ich kein Geld für. Okay, dann muss ich gleich in Höhlen mal suchen gehen. Jetzt kommt gar... Ja, das reicht nicht. Das ist schön. Kann ich jetzt eigentlich den? Okay, ich wollte schon sagen. Das wäre jetzt nämlich doof gewesen, wenn ich die Fackel damit schalten. Das reicht doch noch gar nicht. Das muss ja in den Dingens rein, glaube ich. Ich will aber das Licht gar nicht schalten, ey. Das ist jetzt ein bisschen rumgetrickst, aber ich habe mit diesen... Drähten noch nicht viel gearbeitet. Noch nicht viel ist gut. Noch gar nicht. Super. Muss das blöde Ding erstmal anschalten. Hey.
Wirst du wohl andere Richtung gehen? So. Jetzt schalte das Ding wenigstens das nicht mehr. Dann gehen die Töpfe hier so lang. Ich brauche noch viele Töpfe mehr. Dann gehen die Töpfe da lang. Und dann kann ich, brauche ich die hier. Okay. Ich brauche irgendwie noch was, wo ich hier Licht haben kann. Irgendwie muss ich hier noch Licht reinbringen. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Okay. Kann das wieder rein? Bei der in der Kiste kann der rein und der rein. Dieses Schneidding nehme ich noch mit. Jetzt habe ich die Kiste da unten habe ich weggenommen, ne? Müsste ich eigentlich. Kann ich ja hier eine wieder hinstellen. Und zwar brauchte ich das Material da. Die Glaswand, die ich noch machen kann. Die hatte ich da auch aus Gründen, die ich nicht weiß. Normal Glas hatte ich auch. Und diese, die hier brauche ich auch noch. Keine Ahnung. Brauche ich, weiß ich nicht. Das Holz nimmst du mal mit. Nimm ich mal mit. Jetzt habe ich hier noch ganz viel Erde, dass ich da alles reinstecke. Da ich noch nicht weiß, wohin damit. Genauso wie der Sand. Und das hier. Und normal Stein kann ich. Nee, lasse ich auch da. Das lasse ich da. Das lasse ich, nehme ich mit. Das nehme ich mit. Der Kaster näher mir hier. Lasse ich hier. Die lasse ich auch hier. Den lasse ich auch hier. So, jetzt bin ich weggerationalisiert. Uff, zum Dungeon schon wieder. Im Dunkeln fangen wir an. Dann kommen wir da an, wenn es hell ist. Dann gehen wir in die Dunkelheit wieder. Vielleicht schaffen wir ja noch ein paar Sterne zusammen. Wer weiß, wer weiß. Oh, Augen fliegen hinter mir her. Ja, noch ein Stern. Ah, je mehr, desto besser. Ah. Gib mir das Geld. Guck mal, ist Vollmond. Sieht ganz danach aus, ist der Vollmond. Oh, Entschuldigung. Ich habe aus Versehen gegen das Mikrofon geschlagen, was nicht sehr toll ist. Alter, sind hier viele Sterne. Zwei Stück schon. Zack. Wunderschön, wunderschön. Ja, ja. So eine Nachtwanderung ist doch mal wieder was ganz Tolles. Und mal sehen, ob ich dieses Mal irgendwas Gutes aus dem Dungeon kriege. Ey. So, ein Muramasa wäre ja mal ganz praktisch. Das ist ein sehr cooles Schwert. Aber... aua. Wer weiß denn schon, was man kriegt im Dungeon.